Muss ich in die Kamera jetzt schauen? Ich fange hier an und dann in die Kamera. Okay, dann fangen wir nochmal an, oder? Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Bericht aus dem Maschinenraum. Heute dreht sich alles um die inverse Zinskurve. Ich glaube, ein spannendes Thema für uns alle. Da habe ich den Marc Viswanathan mitgebracht, Euro-Swap-Trader bei uns hier. Mein Name ist Kai Aldobelli, Senior Derivate Sales bei der LBBW. Und ich würde euch gerne mal zeigen, über was sprechen wir eigentlich. Wie gesagt, die 2 Jahre, 10 Jahre Zinskurve, das schauen wir uns mal in einem Chart an. Wo kommen wir daher? Wo sind wir aktuell? Also da müssen wir ein bisschen zurückgehen in der Zeitleiste und schauen uns das im Jahr 2022 an. Da hatten wir noch eine normale Zinskurve. Wir waren noch positiv, wir hatten plus 60 Basispunkte, sind dann im Zuge der Zinserhöhungen von der EZB immer weiter flacher geworden, invers dann auch gelaufen am Ende. Hat sich ausgebildet hier bis zu minus 90 Basispunkten in der Spitze und aktuell sind wir bei minus 50 Basispunkten. Jetzt wäre interessant, Marc, minus 50 Basispunkte aktuell. Was sind so die Treiber eigentlich für dich für den 2-Jahre-10-Jahres-Spread? Also die Treiber sind weiterhin, wie wir hier an dem Chart auch schön sehen, die EZB-Entscheidung, die kurzfristigen Zinsen. Also darauf hat es reagiert. Wir sehen hier schön die Verflachung im 2er-10er in der weißen Kurve und die Erhöhung der Zinsen. So sind wir hingelaufen in die Inversion. Und genauso reagiert jetzt die Kurve hauptsächlich auf die Zinssenkungsfantasien, die dann im Markt eingepreist werden und auch so von der EZB kommuniziert werden. Okay, ist eigentlich, wenn man so sagt, ein schöner Halbkreis hier, ist die Frage, jetzt schließt sich dieser Halbkreis irgendwann? Werden wir dann sehen, aber wenn wir jetzt sagen, wo siehst du den 2-Jahre-10-Jahres-Spread am Ende des Jahres 2024? Ende des Jahres halte ich für realistisch, dass dieser Spread wieder das High vom Oktober erreicht, dass er in diese Region kommt. Oktober 23 oder Ende Oktober 23 waren wir bei einer minus 23, also um den Bereich minus 20 halte ich für realistisch, da wir ja jetzt in den Zins Senkungsphase reinlaufen. 80 Basispunkte sind aktuell eingepreist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Wenn es eben aber sich realisiert, dann dürfte auch die Kurve noch mal stärker darauf reagieren. Ja, das heißt, da ist dann schon Musik drin auf jeden Fall. Also 30 Basispunkte ist sportlich. Was man da mitnehmen könnte, wenn du jetzt sagst, da positioniere ich mich in meinem Handelsbuch, was wäre da eine Möglichkeit, was könnte man da machen? Also um eine stabile Position zu erreichen, fände ich es am schlausten, den 2er, 10er, 6 Monate Forward zu handeln. Dann wird nicht das kurze Ende sofort mit dem ersten Fixing angeknabbert und die Position bleibt einigermaßen längerfristig stabil im Buch, auch über die Forward-Periode rein in die Zeit, in der dann auch die Zinssenkung höchstwahrscheinlich stattfinden. Okay, das heißt 2 Jahre, 10 Jahre long gehen, das heißt die 10 Jahre zahlen, die 2 Jahre empfangen. 6 Monate Forward. Genau, und das Ganze in 6 Monate Forward-Basis. Und jetzt ist es ja so, das ist ja die Meinung von sehr vielen, dass wir irgendwo in diese Richtung laufen werden. Haben aber gelernt aus den letzten Jahren, was alles für Überraschungen kommen können. Wir haben geopolitische Absolut. Spannungen, wir haben ganz viele Faktoren, wir haben die Inflation, die vielleicht wieder aufkommen kann. Und dann ist die Frage, wenn jetzt doch was in die ganz andere Richtung läuft, was kann man da machen? Also grundsätzlich Gegenszenario, wie du schon gesagt hast, die geopolitischen Spannungen, letztlich geht alles über die Inflationsschiene. Und wenn jetzt die EZB eben doch nicht senken könnte, weil die Inflation noch zu hoch ist, dann wird mit Sicherheit der 2er-10er zunächst mal reagieren. Allerdings wird diese Inflation dann letztlich auch von struktureller Inflation getrieben sein, demografische Effekte und so weiter. Und diese strukturelle, langfristige, hartnäckige Inflation, die sehe ich jetzt, die geht nicht wirklich zusammen mit einer inversen Zinskurve 2er-10er. Die muss sich dann auch in den längerfristigen Zinserwartungen und Zinsen niederschlagen. Insofern ist das sicherlich ein Szenario, das erstmal einen Impact auf die Position haben wird. Aber da sehe ich mittelfristig noch relativ Potenzial. Und auch langfristig das Potenzial für einen 2er-10er wieder in eine normale Zinskurve überzugehen bei Null. Das Killer-Szenario, wenn man es so nennen will, sehe ich darin, dass die EZB jetzt durch starke Bewegungen in der Inflation gezwungen ist, zu hiken statt zu senken. In diesem Fall sehe ich bis 100, 150 alles offen. Also minus negativ dann, die Inversion. Und in diesem Falle
Wäre aber eine gute Absicherung, sich Euribor Puts zu kaufen. Denn wenn die jetzt mit einem gewissen Abstand, also März 25 oder so, gehandelt werden, dann würde eine Zinserhöhung natürlich die Euribors abschmieren lassen und damit ganz automatisch die Puts ins Geld laufen lassen, die jetzt recht billig zu bekommen sind, weil die implizite Wahrscheinlichkeit niedrig ist. Okay, also Long Euribor Puts dann einfach, um so eine kleine Versicherung zu haben gegen alle Eventualitäten, die da noch kommen können. Jo. Ja, sehr schön, Marc. Da bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, für den Einblick direkt aus dem Handel, was du da siehst für den 2-Jahre-10-Jahres-Brett. Ich würde mich wieder sehr freuen, wie beim letzten Mal, wenn wir wirklich so viel Feedback wieder, Anregungen von euch bekommen können. Lasst Kommentare da. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, happy trading, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Bereit für Neues. LBBW.